zwar habe ich heute etwas erstmal zum Auspacken dabei. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt. Ich meine, ihr kennt ja einige Chests, aber ich weiß nicht, ob ihr diese hier kennt. Erkennt die zufällig jemand? Weiß jemand, wie diese Chest heißt? Weil nämlich da steht kein Name dabei. Vielleicht weiß ja jemand vom Aussehen her. Vielleicht kennt ihr die ja. Vielleicht habt ihr die ja auch mal bekommen. Wenn nicht, ich spoiler gerne. Ich kann gerne spoilern. Na, nee, Loot Chest sieht anders aus. Das ist keine Loot Chest. Ihr kennt sie nicht, ne? Das ist die Wootbox. Und zwar, wenn man das hier aufklappt, dann steht das sogar hier. Wootbox! Das hier ist die Wootbox! Richtig. Und die, ich würde es ja komplett gerne aufklappen, weil ich glaube, das sieht schon mal sehr geil aus. Das Bild hier. Aber wir kennen das ja, dass wir das zusammen auspacken. Ich mach mal hier kurz einen Chat hier raus. Zack. Oh Gott, jetzt sieht man voll viel vom Zimmer. Holy shit. Die Ecke sogar. Egal. Ja, das ist die Wootbox. So. Nur anders geschrieben. Und zwar, was haben wir? Packen das immer gerne. Wir fühlen immer sehr gerne. Oh. Oh, das ist weich. Was ist das? Oh, ich habe zwei Sachen rausgezogen. Ich habe einmal... Einmal Saw. Ein Saw-Stecker. Warte. Oh, der sieht ja... Oh, der fühlt sich mega geil an. Leute. Das ist sogar alles. Man kann die ganzen Schichten fühlen. Seht ihr das? So. Machen wir hier mal dran. Seid ihr Fan von Saw? Ich finde es gruselig. Ich muss aber erst ganz... Oh Gott, nein! Ihr wisst nicht, was passiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen... Im Bauchnabel, prickelnd im Bauchnabel. Wo ist es denn jetzt hin? So, toll. Ich bin so gut. Jetzt habe ich es unter meinem... ja. Gut, dann machen wir das danach dran, wenn wir fertig sind. Die ersten drei Teile fand ich super. Danach, naja. Aber das ist Batman. Aber was ist das von The Dark Knight? Ist das ein Geschirrhandtuch? Sieht ja lustig aus. Was ist das denn? Ist das eine Schürze? Wartet. Ah, nein. Wie nice. Mega cool. Nein, ich hänge am Kabel fest. Das Kabel hängt dann hier. Hat schon was, ne? Von wem ist denn das? Ich weiß, dass es von dem Film ist, aber ich überlege gerade, wer sowas anhatte. Wer hat sowas an? Wisst ihr das? Koststream Inc. Das ist geil für die zukünftigen Kochstreams, auf jeden Fall. Also ich überlege gerade, welche Figur das ist. Joker. Ist das Joker? Hatte der sowas an? Und wie ihr das immer alle wisst. Ja, es ist Joker. Okay. Okay. Alles klar. Wollt ihr nur euer Wissen testen? Wollte nur euer Wissen testen. Sehr gut. Joker. Gut, dass ich euch habe. Der Hammer. Das andere war aber nicht Joker, das war Saw, ne? Auf jeden Fall. Nicht, dass ich hier mega fehle. So, mal schauen, was wir noch haben. Hallo Skantas, hallöchen. Oh Gott, ich hätte fast reingeguckt. Ich habe sogar ein bisschen was gesehen, aber ich habe es nicht richtig gesehen. Es wollte aber auch nicht raus. Es will nicht raus. Komm zu mir. Ah. Das ist ja süß. 11 Underwater. Die sieht ja süß aus. Die hat so... Ich will die gar nicht rauspacken. Das ist immer voll... Ich will die immer so behalten, wie die da drin sind. Sammelt ihr sowas zufällig?
Zu 422 hinten drauf. Oh, das wäre auch geil gewesen, ne? Der hier. Demogorgon oder wie er heißt. Der wäre auch cool gewesen, diese Pflanze da. Ich glaube, die sieht auch mega geil aus. Stranger Things. Sieht ja cool aus. Die sehen immer so süß aus, diese Popdinger. Nee, bloß nicht auspacken. Nee, pack ich auch nicht aus. Die bleiben schön in dieser Dings drin. Und das ist die Zeitschrift, glaube ich, dazu. Die gucken wir uns aber noch nicht an, weil sonst werden wir gespoilt, was da drin ist. Und wer weiß, was das ist? Ich weiß, was das ist. Dazu gibt es jetzt eine Neuverfilmung im Kino. Ihr wisst auch, was das ist, ne? Das ist der ganz alte. Der von früher. Genau, S oder It. Der, aber der alte Clown, nicht der neue Clown. Das war der ganz, ganz, ganz alte. Ich fand ihn damals schon super gruselig. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich fand ihn super, super gruselig damals schon. Der alte Film. Ich bin nicht so der Fan von Gruselclowns. Die machen Angst. So, und jetzt. Ich glaube, das ist das Letzte. Oh nein. Oh nein. Ich sehe es schon. Ach, cool. Wir haben schon was von Simpsons. Und jetzt haben wir noch eins mehr. Ach, wie cool. Kann das sein, dass das zufällig auch, dass das leuchtet im Dunkeln? Könnte mir super gut vorstellen. Oder so mit Neonzeug. Könnte mir super vorstellen, dass das leuchtet, Mann. Aber das ist cool. Ich zieh das mal kurz an. Fällt direkt der Joker in Ohnmacht hier. Das ist cool für Halloween. Ja, mega. Wartet mal kurz. Erstmal hier abmachen. Ich habe zwar jetzt noch ein T-Shirt an, aber ihr kennt das ja. Wir ziehen die trotzdem einfach mal drüber. Einfach mal drüber ziehen. Hoffentlich sieht das nicht ganz behindert aus. Ja, doch. Wenn man zwei T-Shirts anhat, sieht das immer komisch aus. Okay, wir müssen das andere wahrscheinlich doch noch umziehen. Aber es sieht cool aus. Hat was. Gefällt mir. I like. I like, I like, I like. Ich mach das kurz mal. Ich komme gleich wieder. Und dann ziehe ich das unten drunter aus. Und dann bin ich gleich wieder da. Und ja. Na, das ist beides erst. Das eine ist höher nur geschnitten. Das hat damit nichts zu tun. Das passt. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Tada! Gut aus, oder? Also für Halloween bin ich schon mal vorbereitet mit Simpsons. Ich finde geil. Ich liebe Simpsons. Ich finde das Duff-Shirt schon damals geil. Als ich das mal hatte von Simpsons, habe ich noch eins. Mega cool. Mega cool. Hallo Danny, hallöchen, eine neue dazugekommenen. So, und die Woodbox sieht übrigens so aus. Ich finde das sehr, die Verpackung. Ich finde Verpackungen manchmal super geil gemacht. Ist echt sehr geil. Sehr, 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 sehr geil gestaltet. Und die hat auch ein kleines Heftchen, wo man nachschauen kann, was so drin ist. Erstmal ganz schön viele Bilder. Von einem Game Boy. The Evil Within 2. Und dann Mega Wootbox. Es gibt anscheinend auch eine Mega Wootbox. Dann meine Figur, die ich bekommen habe. Ja, dann die zwei Sachen. Ja, die hatten wir auch. Und T-Shirt und die Ansteck-Nadel. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Lesestunde, nein, da steht nur drin, was man da bekommen hat, damit man auch weiß, dass man alles gekriegt hat. Sehr cool. Auf jeden Fall. Oh, ich liebe auspacken. I love it. Ohne Scheiß. Beste, was man machen kann. Auspacken. Ist wie wenn man Geschenke jeden Monat bekommt. das hat alles voll gut reingepasst. Warte, jetzt darf ich das nur nicht verlieren. So, das haben wir auch schon ausgepackt.